herzlich willkommen zu einem neuen Figuren-Review von Transformers Prime Predacon Skystalker in seiner Drachenform. Ja, wie ich schon eben sagte, er gehört den neuen Predacons an aus der neuen Transformers Prime Staffel Beast Hunters. Eine, ja, babyblau gehaltene Figur, ein Drache, in verschiedenen Farbtönen, weiß, gelb, blau dominiert hauptsächlich die Figur. Ja, was soll ich schon groß zu ihr sagen? Für mich eine der favorisiertesten und schönsten Predacon-Figuren. Ist aber Geschmackssache. Ja, er wird, schaut ihn euch an, in einem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist einfach eine wunderschöne Drachenfigur. Sie gefällt mir sehr. Oben so Diskwerfer eingearbeitet in beide Flügel. Die können übrigens in der Drachenversion oder in der Drachenform auch nach außen gedreht werden als Waffen. Können abgeschossen werden, indem man halt hier innen drinnen wie so eine Art Abschuss betätigt und dann quasi die Disk ja, nach vorne schießt. So. Aber dazu später mehr. So, die Figur, wie gesagt, sehr schön gehalten. Kann in der Drachenform den Mund regulär öffnen, den Kopf senken, drehen, sehr schön gehalten. Ellbogengelenke, Kugelgelenke in den Händen, seitlich drehen, Ellbogen nach oben, Torso lässt sich drehen, die Beine lassen sich bewegen, unten die Füße auch. Schwanz lässt sich bewegen, die Flügel lassen sich bewegen, ist eigentlich komplett beweglich, ein Meisterwerk in Sachen Design, ja, würde ich eher sagen. So, kommen wir mal zur Transformation ist sehr simpel. Fällt mir gerade ein, bevor wir zur Transformation kommen. Eine Sache will ich zu der Figur noch sagen. Ich habe den Sinn dahinter noch nicht so ganz verstanden. Hier oben ist ein kleiner Schlitz in den Flügeln. Dadurch lassen sich quasi die Arme nach oben bewegen und die Flügel einrasten. Ich habe noch nicht so ganz verstanden. Wahrscheinlich ist es für den Roboter-Modus gedacht. Schmälert für mich aber so ein bisschen das Aussehen, die Transformation etc. Aber dazu gleich mehr, wie gesagt. So, die Transformation ist sehr einfach gehalten. Als erstes einmal hier hinten diese Keule abnehmen. Denn die wird später zur Waffe. Den Schwanz einmal nach oben winkeln. So. Die Beine nach unten ziehen. Das sind die Roboterbeine. So. Ich drehe. Dann den Torso, die zwei Hälften zusammenschieben. Leider habe ich ein Modell erwischt, wo der Torso sich nicht richtig zusammenstecken lässt. Finde ich sehr bedauerlich, aber gut, das ist eigentlich, ich komme damit klar. So, dann hier unten die Beine, die Krallen nach hinten. Dadurch steht die Figur später besser. So. Die Flügel erstmal nach oben klappen, den Schwanz einmal anwinkeln, so, dass er quasi hier hinten in dem Rückenmodul richtig drin sitzt. Man sieht hier oben die Zacke, passt sich genau an. So, anschließend den Kopf, den Mund aufklappen. Hier oben den Kopf oder besagt das Gesicht des Roboters rausklappen. Dann den Torso zusammenklappen. So. Dadurch kann man den Torso öffnen. Hier oben. So. Denn wenn man den Torso nach oben klappt, ist er blockiert. Es lässt sich nichts mehr öffnen. Deswegen einmal nach unten klappen. So lässt er sich öffnen.
den Hals des Drachen einmal komplett im Körper verstauen. Ich zeige das nochmal. Füge kurz da hinten. So. Wie gesagt, könnt ihr richtig drin verstauen. Der Mund, wie gesagt, das Drachen muss im Brustkorb sein. Zuklappen. Gerade mal, dass es hier richtig schön abschließt. Das ist jetzt hier. So. Jetzt die Arme, wie ich schon vorhin sagte, in die Flügel, dass sich die Schultern ja richtig bilden. Blöd ist halt nur dann, ich habe eine Figur erwischt, der hält dann der Flügel nicht mehr richtig. So, aber ich lasse sowieso eigentlich immer die Flügel nach unten geklappt. So, man sieht automatisch, der Kopf ist zustande gekommen. Ja, laut Anleitung sollte der Drachenkopf so runtergeklappt sein. Finde ich persönlich nicht so schön, weil dann der Roboterkopf nicht mehr richtig sichtbar ist. Deswegen lasse ich immer den so ein wenig oben. Gefällt mir persönlich besser. So, anschließend die Arme des Roboters werden geformt, indem man ganz leicht die Hände so nach außen dreht, einmal rumdreht, so. Die Hände greifen quasi nach dem Arm von dem Beast-Modus. Hier vorne ist ein kleiner Pin. Und da wird die Kralle quasi festgemacht. Und schon hat man ja den Arm von Skystalker in seiner Roboterform. Ebenso das gleiche nochmal. So und fertig. Anschließend kann man ihn auf dem Boden postieren. Lässt sich, muss ich allerdings dazu sagen, manchmal ein bisschen schwer hinstellen. Er ist sehr gelenkig, allerdings ja, steht er wegen den schweren Flügeln nicht richtig. So. Und da sind wir bei Skyscocker in seiner Roboterform. Die Waffe, die ich vorhin erwähnt habe, lässt sich in die Hände quasi legen oder besser gesagt aufstecken. Wenn einfach dann die Hände hier vorne reingedrückt und bilden quasi die Faustwaffe. Unspektakulär, aber ja, funktioniert. Ja, die Flügel lassen sich ganz normal hochklappen und können jetzt in dieser Roboterform quasi nach vorn geklappt werden. So bilden sich die Flügel außen, die kleinen. Die Werfer sind vorne. So. Hier das gleiche noch einmal. Nach vorne drehen. Und schon sind die Werfer quasi in Position. Was man noch machen kann, muss man nicht, aber die Knieschoner nach vorne bewegen. Macht für mich einen stimmigeren Eindruck, dass er quasi in der verwandelten Form ist, aber das ist jedem selbst überlassen. Ja, und schon haben wir quasi Skystalker in seiner Angriffsformation. Ich finde es persönlich nicht so schön. Die Waffen hätte man vielleicht abnehmen können und ihm in die Hand geben können. Aber gut, das muss jeder selbst sehen. So, die Flügel können nach oben, nach unten, wie auch immer positioniert werden. Nur muss ich sagen, wenn man sie nach hinten positioniert, lässt er sich natürlich auch ziemlich schwer hinstellen. Schlecht gelöst, aber nun gut. Man kann natürlich, um die Figur besser zum Stehen zu bringen, die Schwanzspitze wieder befestigen und den Schwanz nach unten winkeln und ihn quasi als, ja, als Stütze nehmen quasi. So. Steht er auch deutlich besser. Ja, geliefert wird natürlich auch Skystalker wie alle anderen Transformers Prime-Figuren in der handelsüblichen Verpackung. Design immer wieder dasselbe. Unten das Logo mit den handelsüblichen Charakteren drauf. Einmal die alternative Form und einmal die Roboterform.
Ja, oben dann nochmal mit dem Predacon-Logo, ganz normal, der Name, Serie 2, Figur 9. Ja. Wie gesagt, eine sehr schöne Figur, besonders in der Beast-Form gefällt sie mir sehr. Ich würde der Figur 6 von 10 Punkten geben in der Roboterform, 9 von 10 Punkten in der Beast-Form. Ja, farblich finde ich die Figur jetzt. Ja, die Farbe ist ein kleiner Fehlgriff. Aber gut, muss jeder selbst sehen. Mittlerweile gibt es Skystalker in einer Repaint-Version mit einem anderen Namen. Eine sehr viel bessere Figur. Ich glaube, der Name war Silverbolt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall sehr viel schöner. Ja, der. Wie soll ich sagen, der Kopf, man sieht ihn jetzt leider nicht so schön oft in der Kamera, weil ich persönlich eine Kamera habe, die leider nicht sehr gut zoomt bzw. sich scharf stellt. Das Gesicht ist ein bisschen an Optimus Prime gelehnt, muss man ganz ehrlich sagen. Kriege ich es schärfer? Ja, ein bisschen. Wie gesagt, ähnelt sehr stark Optimus Prime, auch vom Design her, rote Augen. Hat nur so kleine Pins vorne an der Seite.